Wir befinden uns hier auf der Hannover Messe 2013 am Stand des Konradin Verlags. Bei mir ist jetzt Sabrina Hilbt, einen schönen guten Tag. Sie ist Marketingmanagerin bei Dirken MKS, einer der Innovationsführer im Bereich Oberflächentechnik. Wie kam es dazu? Wie sind Sie Innovationsführer geworden? Wir haben eigentlich schon immer sehr viel Geld auch in die Forschung investiert, weil Forschung für uns immer ein Steckenpferd war, beziehungsweise die Wichtigkeit halt bedeutet. Und ganz aktuell haben wir dadurch im Prinzip zwei neue Codes auf den Markt gebracht. Das ist einmal ein 2-in-1 Basecode, was die Beschichtungsbranche so ein bisschen revolutioniert hat, weil in dem Basecode an sich, der den Korrosionsschutz bietet, jetzt auch eine zusätzliche Schicht eingebaut ist, was die Verschraubungseigenschaften erlaubt. Das gab es bisher so nicht und dieser 2-in-1-Vorgang schafft es natürlich auch, einen Beschichtungsvorgang weniger zu machen, was auch wirtschaftlich sehr effizient ist. Zum anderen haben wir einen sehr guten neuen Topcode, das Delta Protect VH301.1GZ, was von der Automobilindustrie gefordert, diese Mehrfachverschraubungen in der Anwendung erleichtert und was auch beim Anzug gegen verschiedene Oberflächen halt keine Stick-Slip-Effekte zulässt. Und das ist, was die Branche angeht, schon sehr innovativ und dadurch, dass wir da immer weiter forschen in die Richtung, auch dem Markt gerne das bieten, bevor der Markt eigentlich danach fragt, dass wir schon versuchen, die Lösung zu haben. Nun ist es nicht nur so, dass Sie als besonders innovativ gelten, sondern sie sind auch wirtschaftlich erfolgreich, vor allem in Europa. Woran liegt das denn? Das liegt zum einen natürlich an der Innovation, zum anderen aber auch, weil wir sagen, wir sind auch Technologieführer, sind auch in der Umweltverträglichkeit bzw. in der Nachhaltigkeit sehr präsent, haben also schon immer, bevor es auch gefordert war, auf Chrom 6 verzichtet, was ja krebserregend ist, sind global aufgestellt und leisten dadurch, dass wir ein Lizenzsystem haben, auch für stehen für gleichbleibende Qualität, weil wir unsere lizenzierten Beschichter weltweit dadurch natürlich auch ein Stück kontrollieren können. Und insofern diese Komponenten, die da ineinander übergreifen, haben uns zum europäischen Marktführer gemacht und zur Nummer 2, würde ich sagen, im weltweiten Markt. Sie haben es vorhin schon angesprochen, Sie reagieren auf den Bedarf Ihrer Zielbranchen. Wo sehen Sie denn da gerade momentan die stärksten Entwicklungen, die Entwicklung mit dem höchsten Potenzial? Also unser Zielmarkt ist ganz klar die Automobilbranche. Da setzen wir ungefähr 80-90% unserer Produkte um. Und die Automobilbranche wächst. Sie wächst in Deutschland nicht mehr ganz so stark wie im außereuropäischen Ausland. Aber auch gerade die deutschen Automobilisten sind ja auch sehr stark im Ausland vertreten. Und alles das, was da vor Ort auch produziert wird, wird, was die Teile angeht, auch noch häufig aus Europa oder Deutschland dann in die ausländischen Märkte importiert, einfach weil dort die Beschichtungsqualität vor Ort noch nicht sichergestellt werden kann, nicht in dem gleichen Maße, wie das in Europa oder in Deutschland der Fall wäre. Das heißt, Sie haben auch durchaus für die kommenden Jahre volle Auftragsbücher, vielleicht eine kleine Prognose. Davon gehen wir zumindest aus, dass das so ist, dass unsere Beschichter davon auch profitieren können und wir denken, dass wir analog zum Automobilmarkt auch weiter wachsen werden. Im Ausland vielleicht stärker als jetzt im Inland, aber wie gesagt, dadurch, dass viel noch exportiert wird, sieht es auch für unsere deutschen Beschichter, denke ich, noch sehr gut aus. Frau Hilbt, vielen Dank für das Interview und Ihnen eine erfolgreiche Messe. Dankeschön.